Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir wieder Gleise und Decoder aus. Und am Ende des Videos werde ich noch eine Lok auspacken, die auch noch in diesem Paket drin ist. Und was hat es mit den Gleisen und Decodern auf sich? Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Schattenbahnhof. Und ja, die Gleise sind für den Schattenbahnhof. Wir wollten noch, ja, da was ergänzen. Und dafür sind die Schienen. Aber jetzt erstmal gucken wir doch mal rein. Boah. Bisschen herkommen. So. Ja. Hier sind Decoder. Na, ich glaube, die ganzen Decoder brauche ich jetzt nicht zu zeigen. Sind nur ein paar für Weichen. So. Das sind dann alle Decoder erstmal. Dann gerade die Gleisstücke. So. Dann eine Rechtsweiche. So. Und noch lange gerade Gleisstücke. Ja, fokussiert jetzt nicht so schnell, aber ihr wisst hoffentlich, was da drin ist. So, und dann nochmal so ein Übergangsgleis von einem C-Gleis zu, weiß ich jetzt nicht, welchem Gleis, zu so einem Gleis. Sieht mir jetzt schlecht. Ja, ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und natürlich, wie immer, noch ein Gutschein. Und jetzt kommt schon die Lok. Ich werde zu den Gleisen nicht mehr sagen. Das seht ihr dann alles in dem Umbauvideo, was wir dann in der nächsten Zeit machen werden. Aber erstmal müssen dann noch mehr Pakete kommen. Das sind natürlich nicht alle Gleise. So. Aber ihr kommt wieder etwas weiter weg. So. Okay. Und es handelt sich heute um eine Lok von Pico, die 51847, die Baureihe 111. Baureihe 111, muss man mal gucken. Also geht sie auf. So. Die ist ohne Sound. Also ohne Sound-Decoder. Kommt sie jetzt. Aber mit einer Kurzkupplungskinematik. Und sie ist MFX-fähig. Und für den Sound hat sie eine Plax 22 Schnittstelle. Also kann man einen Decoder noch hinzurüsten. Wir haben da von ESO welche geplant. Aber von ESO, die sollen relativ gut sein. Wir haben ja schon ein paar ESO-Loks und ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr sagen. So, da sind noch Zurüstteile und so weiter. So.
an. Dann nehme ich mal die Lok. Hier sieht man schön die Kurzkupplungskinematik, dass da ein Schacht drin ist. Aber ja, ich würde mal sagen, das war's für dieses Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, einen Daumen nach oben und ein Abo. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Wir sind kurz vor den 385. Wäre geil, wenn wir die voll kriegen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, seid gespannt auf das kommende Umbauvideo. Und ja, dann ciao, ciao.